Oh, das war heiß. Alter. Schmeckt aber ganz gut. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen veganen Produkttest. Ich bin ultimativ gehypt. Vegetarian Butcher hat neue Produkte an den Start gebracht, rein vegan, und das als Fertigmahlzeit. Ich war sehr erstaunt, dass sie jetzt so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber ich bin sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt, ob sich das auch lohnt oder ob man das lieber selber machen sollte. Das finden wir heute heraus. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und fangen direkt mit dem ersten Produkt an. Und zwar ist das The Vegetarian Butcher's Hickhack Pasta Gratin. Ich finde es immer sehr interessant, denn die haben immer super fancy Namen. Penne-Nudeln in veganer Soße, Bolognese-Art, überzogen mit veganer heller Soße, abgestreut mit einer Zubereitung aus Pflanzenfett, tiefgefroren. Ich finde die Nährwerte hier sehr interessant, dazu kommen wir gleich. Wir gehen jetzt einmal die Zutaten durch. Zutatenliste ist ziemlich lang, sind ja auch einige von den Lebensmitteln enthalten. Eisendiphosphat, interessant. Vitamin B12 haben wir sogar auch hier drin, auch nicht verkehrt. Stabilisatoren haben wir hier auch drin. Wir haben hier Xanthan, Natriumcitrat und Methylcellulose. Emulgatoren sind hier drin. Ansonsten sehe ich hier nichts weiter Auffälliges. Definitiv nichts für Allergiker oder intolerante Menschen gegen Soja oder Weizen oder so. Das ist definitiv da nichts hier. Wir haben hier auf 100 Gramm 105 Kilokalorien, und das ist für eine Mahlzeit ein absoluter Witz. Mal gucken, wie das nachher schmeckt und so. 2,5 Gramm Fett circa, Kohlenhydrate 15,4, davon minimal Zucker, 4 Gramm Eiweiß. Okay, würde ich sagen, ist natürlich jetzt hier keine Eiweißbombe. Insgesamt hat die ganze Mahlzeit nur 10 Gramm Fett, absolut im Rahmen. Und ich muss sagen, liebe Leute, ich bin also positiv überrascht. Eher nicht so von den Zutaten. Ein bisschen mehr Sachen drin, als ich gedacht habe am Anfang. Aber genau dafür machen wir das ja. Riecht sehr lecker, muss ich sagen. Ihr könnt mich hören, ich kann euch aber nicht sehen. Und ihr mich auch nicht. Yes. Wow. Ich habe das Ganze jetzt so knapp 35 Minuten im Ofen gehabt. Und am Anfang habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich kenne mich so ein bisschen aus mit Sachen im Ofen zubereiten, aufwärmen etc. Gerade wenn es so Fertiggerichte sind. Nicht, weil ich sie viel selber konsumiert habe, aber ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Ein ganz großes Thema dabei ist natürlich immer Beilagen wie zum Beispiel Nudeln oder Reis. Wenn die nicht komplett in Soße gehüllt sind, haben wir nämlich das Phänomen, dass diese Sachen zu schnell durch sind und dann hart werden, weil sie die Feuchtigkeit verlieren. Und genau das ist nämlich hier auch passiert. Hätten die mich mal engagiert. Es riecht lecker. Ich habe das Ganze jetzt auf 180 Grad drin gehabt. Hat jetzt noch so ein bisschen Farbe gekriegt. Da kann man nicht allzu viel machen. Wir machen das Ganze mal so ein bisschen auf. Die Nudeln in der Soße, die sind absolut gar und vor allem auch schön durch. Ich suche noch so ein bisschen. Ah, da. Jetzt weiß ich auch, warum das Ganze so wenig Proteine hat, weil man muss wirklich die Proteine ein bisschen suchen. Die Soße super lecker abgeschmeckt. Richtig gut getroffen. Fehlt an überhaupt nichts. Ist ein bisschen Würze drin. Ein bisschen tomatig noch. Flüssiger Reibeschmelz oder so. Den Nudeln, die Soße so doll aufgesogen, dass die schon fast zu doll durch sind. Und dann hat das Ganze wieder so einen leichten TK-Fertigcharakter. Das finde ich ein bisschen schade, ob man das Ganze vielleicht ein bisschen weniger im Ofen lässt. Aber ansonsten schmeckt es richtig lecker. Abzug gibt es auf jeden Fall für die ganzen Zusätze, die da drin sind. Die Kombi zu trocken, zu knackig geworden, und die, die in Soße schwimmen, die sind ein bisschen zu durch. Ich hätte mir eine Mitte gewünscht, aber ich weiß, wie schwer das ist, sowas richtig on point hinzubekommen. Wenn ihr das seht, können wir gerne noch mal drüber sprechen. Ich habe da schon mal ein paar Ansätze gehabt. Ich würde sagen 2,5 bis 3 Sojabohnen. So, als nächstes haben wir Lasagne. Yeah! Ich weiß nicht, wer da in der Marketingabteilung oder in der Produktabteilung irgendwie für die Namen verantwortlich ist. Muss man auf jeden Fall mögen, sagen wir mal so. Ich hoffe, es schmeckt ein bisschen anders als jetzt die Geschichte von eben mit dem Hickhack. Wir haben überall 400 Gramm drin, das schon mal vorweg. Die Zutatenliste ist ähnlich lang. Guarkernmehl und Johannesbrotkernmehl dabei. Ansonsten sieht das Ganze wirklich sehr ähnlich aus. 114 Kilokalorien, was auch nicht super viel mehr ist. Also nimmt sich nicht viel. Ein bisschen mehr Fett drin, dafür ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Wir haben ja leider immer
auf die Schwierigkeit, ich sage jetzt nicht extra Problem, dass die Fertiggerichte eher kohlenhydratlastig und ein bisschen fettlastig sind, aber sie sparen leider immer ein bisschen an dem Eiweiß. Lasagne, mal gucken, wie es ausschaut. Es riecht wie eine Lasagne. Sieht auch so aus und hoffentlich schmeckt es ein bisschen anders als die Nudelgeschichte eben. Ja, die Platten sind auf jeden Fall sehr gut durch, schon wieder fast zu durch. Oh, das war heiß. Alter, schmeckt aber ganz gut. Das vegane Hack ist auch noch bissfest, ist ein bisschen weniger würzig abgeschmeckt, aber so wie hier auf der Verpackung sieht das definitiv nicht aus. Wer hätte es gedacht, ist auch ein bisschen mehr Hack drin, habe ich das Gefühl. Kennt ihr das? Wenn ihr schon merkt, ist eigentlich schon zu spät mit der Verbrennung auf der Zunge. Und dann kommt da nochmal was Heißes drauf und dann, oh, super unangenehm. Aber diese Soße, die gefällt mir gut. Nicht mal 500 Kalorien hat das Ganze. Holt mich ein bisschen mehr ab, muss ich sagen. Deswegen gibt es von mir hier vielleicht 3,5 Sojabohnen. Schauen wir uns jetzt mal die Reisgerichte an. Und zwar haben wir hier veganes Chill Mal K. Ne? Hier ist das Ganze ein bisschen größer gehalten, denn wir haben hier als Kohlenhydratbeilage noch Reis. Das zeige ich euch gleich, das ist alles separat aufgeführt. Selber habe ich mir, glaube ich, noch keinen Chili Sin Carne gemacht, aber mal gucken, was das hier so kann. Zutatenliste, die ist wesentlich kürzer, aber kriegt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil da weniger Zusätze drin sind. Wir haben hier auf 100 Gramm 90 Kilokalorien und jetzt halt euch fest, nicht mal ein Gramm Fett. Ich habe mich damit schon mal so ein bisschen beschäftigt, gerade mit den Proteinangaben in so Fertigmahlzeiten etc. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört von so ein paar professionellen Food Product Managern, keine Ahnung, wie sie heißen. Ist so eine Angabe pro Mahlzeit zwischen 14 und 17 Gramm oder sowas, finde ich meiner Meinung nach definitiv zu wenig. Und genau wie eben auch schon vermutet, das ist halt, wenn ihr das hört, es hört sich schon an wie fast Cornflakes ohne Milch. Das ist leider der Fluch. Sie haben es bestimmt auch getestet, sonst hätten sie die Angaben nicht gemacht. Ansonsten der andere Reis, sehr gut geworden. Wie sieht das hier aus? Jo. Hat natürlich auch ein bisschen gestockt, ist klar. Und irgendwie, wenn man das jetzt so umrührt, auch ein bisschen weniger als gedacht. Wenn man jetzt überlegt, dass die ganze Mahlzeit 400 Gramm hat, davon sind bestimmt irgendwie mindestens 150 bis 200 Gramm Reis. Chili Sin Carne holt mich auf jeden Fall ab. Bisschen scharf. Auf einer Skala von 1 bis 10, vielleicht eine 2 oder so, 2,5, 3. Da würde ich auf gefällt mir klicken. Auf jeden Fall. Dicker Minuspunkt für den Reis. Aber ansonsten definitiv 4 Sojabohnen. So, last but not least haben wir das TK-Produkt. Ich will es eigentlich gar nicht aussprechen. Chicoriki. Wenn ich irgendwann mal jemanden erwische aus dem Produktbereich, frage ich auf jeden Fall mal, wie die auf diese Namen kommen. Natürlich haben sie mit ihren ganzen Produkten, ihrer Produktvielfalt, natürlich auch sehr viel Spielraum für solche TK-Produkte, vor allem fertig. Ich weiß jetzt nicht, wo sie ihren Reis herbekommen, aber das könnte auch ganz klassischer Reis sein. Und sie nehmen dann natürlich für ihre Lasagnengeschichten und so weiter, nehmen sie natürlich ihr eigenes veganes Hack. Für dieses vegane Chicken haben sie natürlich auch ihre eigenen veganen sojageschnitzelten Hähnchen-Alternativen benutzt, das ist ja ganz klar. Sieht das von allen, glaube ich, am besten aus, was die Zusätze betrifft. 130 Kilokalorien, Kohlenhydrat 13,1, Eiweiß haben wir hier ein bisschen mehr drin, 5,4. Haben wir fast 22 Gramm Proteine drin hier auf 400 Gramm, das ist okay. Holen wir uns das schnell aus dem Ofen und würde sagen, schnabulieren wir nochmal die letzte Runde jetzt. Der Reis. Oh, das ist echt, das tut mir echt leid, aber sie sagen ja, dass man das Ganze direkt aus dem Tiefkühlfach in den Ofen, in den vorgeheizten Ofen schieben soll. Vielleicht muss ich das beim nächsten Mal noch mit 30 Minuten versuchen oder auf Ober- und Unterhitze einstellen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Umluft, das weiß ich jetzt nicht genau, das müsste man herausfinden. Also riechen, tut alles sehr lecker. Beim Abschmecken 1 mit Sternchen. Nicht zu wenig Salz, nicht zu viel Salz. Beim Curry ist es ja immer ein bisschen schwierig. Die Soja-Chunks sind jetzt auch schön saftig noch durch die Soße. Man schmeckt ein bisschen Kokos noch. Holt mich auf jeden Fall ab. Geschmacklich haben die einen richtig guten Job gemacht. Ich sag mal so, die Nudeln waren weniger unangenehm. Die waren nur leicht knusprig. Man konnte da noch ein bisschen
bisschen zubeißen. Hier ist das echt schon vielleicht sogar ein bisschen gefährlich für die Zähne, je nachdem, was man für welche hat und wie stark man die noch benutzt. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Deswegen kriegt das hier 4, wenn nicht sogar 4,5. Wenn sie hier den Reis noch richtig gut irgendwie hinbekommen, so dass der nicht austrocknet etc., dann sind diese Produkte hier ganz weit vorne. Was hältst du von diesen Produkten? Und wenn du die Produkte von letzter Woche, die ich getestet habe, auch sehen möchtest, dann klickst du gerne hier auf dieses Video. Viel Spaß dabei, ich melde mich ab. Mach's gut und ciao.